Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko-thieme.club. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Ja, und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo Heiko, grüße dich. Grüß Gott nach Bayreuth. Heute geht es wieder um Politik, Wirtschaft und natürlich Börse. Wo stehen wir an den Börsen? Ja, eine kleine Zusammenfassung meinerseits. Heute ist Montag, 15. Januar 2024. Ja, heute wird an der Wall Street wegen des Feiertages Martin Luther King Day nicht gehandelt. Dementsprechend schlossen ja die US-Börsen schon am Freitag vielleicht vorsichtiger. Damit dürfte es auch heute an der Frankfurter Börse relativ ruhig zugehen. Die Stimmung aber bleibt wegen der gestiegenen Zinserwartungen insgesamt positiv. Aus technischer Sicht verharrt der deutsche Aktienindex im momentanen Umfeld bei 16.650 bis 16.700 Punkten und hat dabei, nennen wir es mal, ausbaufähigen Bereich. Dennoch fehlt ein klarer Trend, weshalb grundsätzlich mit einer Fortsetzung der Schaukelbörse in den ersten beiden Handelswochen des Jahres gerechnet werden muss. Also der DAX benötigt weiterhin Zeit, den stark gestiegenen seit vergangenen Oktober Bereich, nennen wir es mal, zu konsolidieren. Heiko, wo stehen wir denn an den Börsen? Eine Konsolidierung wäre gut, bevor die Rallye weitergeht. Oder ist die Rallye vielleicht schon beendet? Nein, die ist auch nicht beendet. Ich bleibe bei meinem Jahresausblick, dass wir ein Potenzial haben, um gleich zum Schlusspunkt zu kommen von gut 10% oder sagen wir eine Schwankungsbreite zwischen plus 8 bis 12%, so als Richtlinie sowohl für die Wall Street als auch für den DAX. Das ist die persönliche Meinung bei mir, basierend auf technischen Erfahrungen, auch fundamentalen Fakten. Aber das Meinungspegel, was ja wichtig ist, der sogenannten Experten, schwankt stark. Es gibt einige, die vom Weltuntergang sprechen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Herr Denn war, der plötzlich sagt, der Einbruch der Börse wird größer sein, als den wir 1929 bis 1932 gesehen haben. Damals ging die Börse. Kurze Rückfrage, wer ist der Denn? Denn ist ein Journalist und ein, ja, jemand, der Börsenbriefe schreibt. Ich hatte ihn mal abonniert und fand das Ganze sehr müßig beziehungsweise nicht sehr produktiv aus meiner Sicht. Und dass er nun plötzlich in seinen Jahren, er dürfte so um die 60 sein, da nehme ich an, alles jetzt rein geschätzt, dass er plötzlich den Welteinbruch sieht. Und der Welteinbruch hieß ja, dass wir mehr als 90% fallen, also mal auf den Punkt gebracht. Wenn man auf den DAX-Index nimmt, also unter 2000 DAX, würde ich für relativ pessimistisch halten, um es mal ganz zynisch auszudrücken. Und beim Dow Jones Index, wenn man das sieht, jetzt von knapp 38.000 zu sagen, wir gehen also 90% hinunter, wäre dann auf 4.000. Das ist nicht für, um es mal salopp zu fallen, für einen absoluten Quatsch. Die Welt bricht nicht ein, die Welt bricht nicht auseinander. Wir haben enorme Probleme, das ist richtig. Wir haben in Europa einen Krieg, den wir seit dem Zweiten Weltkrieg, ich verweise auf die Ukraine, in dieser Form noch nicht gesehen haben. Da steht alles, was wir bisher hatten. Ich war auch Ungarn-Aufstand, ich war den Prager Frühling, den wir gesehen hatten, nicht war 69, den Einbruch in Polen, was wir erlebt haben, das, und dann auch im Serbien oder früheren Jugoslawien. Das sind alles Fragezeichen, die also geringer sind in dem, was wir aktuell haben. Und dann haben wir natürlich den Nahostkonflikt, und der ist nicht unbeachtlich, der ist potenziell gefährlich. Da habe ich noch eine höhere Frage dazu, kommen wir gleich dazu. Was ist denn die Anlagestrategie? Aber noch zu sagen, wir sind jetzt beim Pessimismus mit unseren neuen Hörern. Ich denke, ja, mein Gott, wir machen Pessimismus. Ich wollte gerade fragen, was ist denn die Anlagestrategie der Stunde? Die Anlagestrategie der Stunde bei mir, man akkumuliert die Werte, die gefallen sind und die Potenzial haben. Optimisten, zu denen ich mich weiterhin zähle, verweisen auf die historische Basis, also in einem Wahljahr auf die USA bezogen. Die USA ist nun einmal der wichtigste Anker im internationalen Börsenbouquet, wenn man so will, ist die Nummer 1 Börse der Welt. Und wo die Wall Street hingeht, danach richten sich auch die anderen Märkte, wenn auch mit gewissen Verzögerungen. Und wenn man die USA sich anschaut und auf 1833 zurückgeht, das sind ja immerhin 190 Jahre, hat man also schon ein ganz schönes Segment. Da ist in den Wahljahren die Börse im Schnitt so um die 6% gestiegen. Es gibt natürlich auch davon Fluktuationen und Varianten, aber ich würde mir an diese 6% halten und glaube, dass wir tatsächlich noch ein bisschen mehr in diesem Jahr bringen können, weil hier noch mehr Potenzial vorhanden ist aufgrund der Zinsfantasie, die der Markt beinhaltet. Also ich teile nicht die negative Einschätzung, zähle zu den optimistischeren und meine, dass wir tatsächlich, wie auch im vergangenen Jahr, mit dem Optimismus ganz gut gefahren sind. Denn das vergangene Jahr hatte uns ja auch signalisiert, dass es ein gutes Börsenjahr war, und es war mehr als ein gutes Börsenjahr, ein ausgezeichnetes Börsenjahr.
jetzt will ich deinen Optimismus nochmal hinterfragen. Ich meine, der 5-Tages-Indikator ist ja nicht ganz so eindeutig ausgefallen. Ah, Moment. Das ist ja genau, das ist bei den Statistiken. Nun bin ich ja nur über 50 Jahre dabei. Statistiken muss man auch lesen, ohne jetzt den Garantieschein darauf zu lesen. Aber wenn es ist so, und der 5-Tages-Indikator bezieht sich auf den Standard Poor's 500 Index, geht auf 1950 zurück, also 75 Jahre. Jetzt hat er dann insgesamt, wenn man dieses Jahr mit hineinrechnet. Und da ist die Aussage die, wenn es zu einem Plus kommt in den ersten 5 Tagen, beim gemessen auf den Standard Poor's 500 Index gegenüber dem Schlusskurs vom Vorjahr, wenn es ein Plus ist, dann besteht eine 90-prozentige Garantie, in Anführungsstrichen, dass das Jahr positiv wird. Ja, das Erste. Das Zweite ist, wenn man genau hinschaut, geht der Markt ganz geringfügig ins Minus. Und dies war der geringste Minussatz, den wir gesehen haben seit 1950 für die ersten 5 Tage. Es war nämlich 0,01%, also ein Prozentsatz, den man kaum lesen kann. Da muss man schon eine gute Brille haben. In den Jahren, wo das passiert ist, ist der Markt im Plus geschlossen. Und zwar auch in einer Marschroute, die ungefähr zwischen 7-10% liegt. Also kann man so sagen, wenn man die Interpretation hat, Minuszahlen nur dann, wenn sie spürbarer sind, also mehr als ein halbes oder ein 1% ausmachen, dann ist der Markt im Minus, aber auch nicht immer, sondern dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dennoch im Plus schließt, ungefähr bei 40-45%. Also er sinkt von 90 auf 45%, also nicht ausgeschlossen, wenn man das nimmt. Und aus meiner Sicht ist dieses Minus nicht dazu geeignet, als negative Lesart zu haben. Jetzt kommt noch als Letzteres hinzu. In den Wahljahren ist, wenn der Index also im Plus normalerweise schließen würde, es ausnahmslos seit 1950, auch wenn wir dann nur seitdem 18, wir haben mal 4 genommen, das sind also Daten, die wir haben, ist es ohne Ausnahme immer im Plus geschlossen. Das heißt, eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit, die man darauf hat. Und meine Schlussfolgerung heißt dann die ganze Gemengelage ist sehr komplex in einer Form, wie wir es selten gesehen haben. Das muss man zugeben. Glaube ich nach wie vor, wir haben eine gute Chance, dass dieser Index am Jahresende höher steht als am Schlussstand des vergangenen Jahres. Jetzt kommt das Entscheidende hinzu noch. Die meisten jetzt auch, die Börse steigt, ja, die kann auch nur 0,1% oder 2% steigen. Das wird über den Anstieg sagt es nichts aus. Aber warum ist der Indikator für mich so wichtig? Wenn wir in diesem Jahr, und wir werden in diesem Jahr Konsolidierung haben, Minuszahlen von 5-10% und vielleicht sogar eine Korrektur, weil das ganz normal wäre. Wann, lassen wir jetzt mal alles offen. Wenn der Markt einmal -5 bis -10% aufweist, dann wissen wir in Anführungsstrichen, wo wir glauben zu wissen, mit einer 100-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass der Markt wieder auf das Niveau zurückgeht mit einem leichten Anstieg, wo der Schlussstand im Vorjahr war. Also wenn er -10% ist, kann man davon ausgehen, der Markt steigt mindestens 10%. Das ist die Statistik, bis auf 1950 zurückgehen. Macht sehr, sehr konfus für viele sein. Wie kann man so drauf eine Anlagestrategie richten? Ich habe im letzten Jahr, um das gleich nochmal zu wiederholen, gesagt, wir werden eine positive Börse haben. Wir werden einen Anstieg haben von 20% ungefähr, nicht wahr? Das war beim DAX-Index relativ auf den Punkt gebracht. Wir haben das gehabt, nicht wahr? Ich habe den DAX genannt, nicht wahr? 17.000. Wir haben die 17.000-Marke Mitte Dezember gesehen. Und beim Dow Jones hatte ich die 38.000-Marke aus diesen Überlegungen genannt. Wir waren 0,5% oder 0,75% unter der 38.000-Marke. Das macht man mir nicht übel, nehme ich, denn das nach wie vor ein Volltreffer. Nun, die Arroganz sollte man daraus nicht entwickeln. Ich muss immer recht haben. Letztes Jahr vielleicht bei einer meiner besten Jahre in der Präzision der Prognose. Ich glaube dennoch, dass wir in diesem Jahr eine sehr gute Chance haben, eine positive Börse zu sehen. Und zwar ausgelöst durch eine weiterhin vernünftige Zinsstrategie der Notenbanken, die die Inflationsrate weiter drückt, aber unter Volatilitätsaspekten nur. Der Markt nimmt seit 7 Leitzinssenkungen von jeweils 0,25% an, also mindestens 1,5% oder 1,75% Zinssenkung von 5,5% ausgehend, also unter 4 die Leitzinsen. Das teile ich nicht. Und die Notenbank sagt es auch im Klartext. Sie geht davon aus, dass man 3 Leitzinssenkungen in diesem Jahr haben wird. Ich würde sagen, es dürfte zwischen 3 bis 4 Leitzinssenkungen sein und die dürften im 2. Quartal und nicht schon im 1. Quartal, also noch nicht im März anfangen, sondern dann im Mai oder Juni beginnen und sich dann bis zum Jahresende fortsetzen. Du sagtest ja, Wahljahre sind gute Börsenjahre. Es beginnt ja jetzt in den USA die Vorwahlen in Iowa. Wie läuft das eigentlich ab mit diesen Vorwahlen? Warum jetzt schon? Das sind die Vorwahlen in den einzelnen Staaten, wo sie sich auf die Kandidaten festlegen. Und Iowa
Und New Hampshire sind die beiden, die immer um den ersten Platz sich rangeln, wer zuerst dran ist. Jetzt ist also Iowa dran, dann Ende des Monats kommt dann New Hampshire ran. Und dann gibt es den großen Super Tuesday Anfang März, wo dann viele Staaten ihre Kandidaten wählen. Die wählen ihre bevorzugten Kandidaten, was noch gar nichts darüber aussagt, wenn man so will, wer nun im Endeffekt Ende Juli und Anfang August, wenn die Republikaner und die Demokraten ihren Wahlkongress abhalten, da wird dann offiziell entschieden, wer ist denn unser Kandidat. Insofern ist es Vorgeplänkel, aber kein unwesentliches Vorgeplänkel. Und in Iowa wird häufig gesagt, Iowa gibt den Trend an, denn das, der in Iowa gewinnt, gewinnt auch häufig dann in der Gesamtlage, nicht wahr? Das stimmt teilweise, aber nicht immer. Und jetzt ist also Trump gegen seine zwei Kandidaten, nicht wahr? Der DeSantis von Florida, der Gouverneur, und die Nikki Haley, die frühere Gouverneurin von North Carolina, die auch dann die Repräsentantin war der USA in der UNO. Das sind die beiden, die da zu dritt kämpfen, und Trump führt, und Trump wird auch, obwohl es heute einer der kältesten oder der kälteste Vorwahltag überhaupt ist in Iowa mit minus 25 Grad, das könnte es noch etwas beeinträchtigen, aber Trump wird aus meiner Sicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% die Mehrheit haben. Nur die Frage ist, wie stark ist seine Mehrheit? Von über 50% wird es schrumpfen auf 30 oder 40%, das lassen wir mal offen. Das können wir morgen diskutieren, oder werde ich in meiner Hotline dann in meiner Marktbörse morgen kommentieren. Also da gibt es noch Verschiebungen, aber generell ist die erste Wahl, und dann kommt New Hampshire, wo Haley besser dasteht, nicht als Trump, aber doch Punkte gewinnen kann. Aber Trump wird das Feld von Anfang an dominieren, abgesehen davon, dass er 4 kriminelle Prozesse hat im Strafverfahren gegen ihn. Das stört einen Großteil der republikanischen Wähler nicht. Was erschüttert ist aus einer oberflächlichen Betrachtung, muss etwas in die Tiefe gehen. Da habe ich ja 34 Jahre dort permanent in den USA mich aufgehalten. Die USA läuft anders als wir. Also eine junge Generation, zu denen übrigens auch ehemalige Trainees von mir gehören, die wählen Trump. Man könnte fragen, aus welchen Gründen stört ihr es nicht, dass er versucht hat, die Verfassung aus den Angeln zu heben im 6. Januar 2021? Scheinbar nicht, sondern sie schauen darauf, was er an Wirtschaftspolitik betrieben hat. Und ihnen gefällt die Betonung, nicht wahr, America first. Wo auch das meines Erachtens sehr fragwürdig ist, sagen, wir kommen zuerst und dann kommt gar nichts. Das ist eine schlechte Politik, weil sie dann die restliche Weltpolitik außer Acht lässt, und das sollte man nicht tun. Also kurzum, es bleibt offen, wird immer wieder ein Thema sein. Ich würde auch sagen, es ist weit offen, ob Trump oder Biden gewinnen wird. Biden steht als Kandidat bei den Demokraten fest, auch wenn er, wie gesagt, der Älteste ist mit über 81 Jahren. Nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Es startet wieder, da waren wir beide ja auch schon des Öfteren. Es ist total verrückt. Das ist wirklich das höchstgelegene Dorf in der Schweiz. Da trifft sich 95% des weltweiten Kapitals. Hier wird aktuell die Friedensformel, das ist ein Vorschlag von Zelensky, diskutiert. Es ist ja überhaupt schon mal ein gutes Zeichen, wenn man über Frieden spricht. Also rein statistisch aus der Historie betrachtet, werden ja 4 von 5 Kriegen am Verhandlungstisch entschieden. Zeit für Frieden, ja schon mal gut, wenn erste Verhandlungen stattfinden, auch wenn Russland und China nicht mit am Tisch sitzen. Das geht dann über den Umweg, über die Länder, die gute Beziehungen zu Russland haben, also zum Beispiel wie Brasilien oder Indien. Und da habe ich eine Hörerfrage aus London von David Merkey. Was halten Sie von Rüstungswerten? Rüstungswerte sind eigentlich nicht wegzudenken zurzeit. Warum? Weil Pazifismus ist out. Das lohnt sich nicht zu sagen, wir rüsten. Mehr dazu gibt's im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.club. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.